So, da ist er. Ich habe den tatsächlich A-Klasse noch nie gefahren. Noch nie? Noch nie. Ich bin den neuen noch nicht gefahren, Limousine schon gar nicht. Krass. Ich bin bei jedem Autovermieter immer, habt ihr eine A-Klasse da? Nee, sorry, tut mir leid. Und ich jedes Mal so, boah, ich will den jetzt endlich mal fahren. Wir werden ja, das wisst ihr alle Leute, wir werden unterhalb von 300 PS selten so richtig warm. Aber ich bin im Gegensatz zu dir, glaube ich, sehr, sehr viel mit ganz normalen Autos von den Vermietern unterwegs. Die haben mehr als ich, ja, das stimmt. Die, auf jeden Fall. Die haben dann, keine Ahnung, 150, 180, 200 PS. Und im Alltag, wenn du ganz normal deine 300, 400 Kilometer abspulst und ein bisschen durch die Stadt rollst, ist das vollkommen cool. Klar. Und genau so nähere ich mich diesem Auto gerade und denke mir, ey, come on, das ist der Einstieg in die Limousinenwelt. Das Spiel, was wir bei uns in der Firma haben, ist, wer schafft den niedrigsten Durchschnittsverbrauch? Mache ich auch jedes Mal. Und dieses Spiel ist genauso. Dieses Spiel macht aber super Spaß. Ja. Ich liebe es. Ja, ich auch. Ich liebe es. Und wir kommen nicht zurück in die Firma und sagen, ey, ich bin 0-100 in der und der Zeit. Das sagt keiner. Bei uns ist 6-7. 6-7. Alle so, nee. Und dann hier, Foto. So, und das ist bei uns wirklich Realität. Ja. So, wo fahren wir eigentlich hin? Wir fahren jetzt einfach mal erst. Erst mal fahren. Also, das ist das kleine Display. Mhm. Ich finde das große schöner. Sollte man sich auf jeden Fall gönnen, weil es einfach, dieses Display ist der Wahnsinn. Es macht so einen Spaß, damit zu fahren. Yep. Navigation, Augmented Reality, das ganze Infotainment, alles, was du da hast, ist einfach so viel besser und so viel schöner. Das Beste in der Autoindustrie. Ja, sehe ich genauso. Gerade im Moment sind die Jungs einfach die Besten. Ja. Und auch von der Darstellung her, das Kartenmaterial sieht so ultra krass aus. Es macht Spaß, drauf zu gucken. Ja. Ja. Hey Mercedes. Ja, bitte? Mir ist warm. Ich stelle die Temperatur auf 17,5 Grad. Oh. Hey Mercedes. Ja, bitte? Wo gibt es leckeres Sushi in Stuttgart? Bitte wählen Sie einen Eintrag aus. What? Alter! Wie bitte? Sushi Hiro, Art Sushi, Sushi Bar. Das ist toll, ne? Das ist echt und jetzt denk wieder zurück an den Kaufpreis. Und dann denk nochmal dran, jetzt setz dich mal so böse an, was der restliche Fahrzeugmarkt dir so bietet für das Geld. Ja. Halt das wirklich mal vor Augen. Ja, ja. Und Werterhalt von dem Auto, also die Stabilität, Kaufpreis, alles, das ist fantastisch. Ist echt gut. Oh, guck mal hier. Oh, Köpfchen. Also ich finde auch wirklich die Fahrleistung echt okay für ein Alltagsauto. 8,1 auf 100, den geht ganz gut weg so vom Fleck. Fährt 230 Spitze, das ist eine okay Zahl. Auch vor allen Dingen in der Preisklasse, ne? Ja. Ah. Aber der liegt gut. Ja, mega. Also ganz im Ernst. Also vom Beifahrersitz fühlt sich super, super solide an. Ja, ist es auch. Sag mir mal, was kann dieses MBUX alles? Wenn es online verbunden ist, kann es dir eigentlich in der ganzen, im ganzen Alltag helfen. Du kannst es fragen, wo du hin willst, wo was am besten ist, wie das Wetter ist. Du kannst alles Mögliche fragen. Du kannst die Klimaanlage betätigen. Aber wir fahren ja heute nicht nur eine A-Klasse, soweit ich weiß. Nee, oder? Wir fahren jetzt gleich den Hybrid. Ich bin gespannt. Wir sind auch, glaube ich, schon da, ne? Genau. Mahlzeit. Halli, Mahlzeit. Jean-Pierre. Markus. Hi, Markus. Markus, Matthias, hi. Hi, Markus, grüß dich.
So, ja, wir sind schon voll eingegroovt. Wir sind schon voll im A-Klassen-Thema. Sehr gut, ja. Sehr gut. Jetzt gut. Wollen wir ein bisschen Hybrid-Technologie schnuppern. Richtig, warum ist genau. Der foliert? Warum ist der foliert? Und zwar, gute Frage anscheinend. Ja, gute Frage, ja. Und zwar hätten wir jetzt halt eben hier eine normale A-Klasse Hybrid hingestellt, hätte man es von außen kaum gesehen. Okay. Deswegen haben wir es halt eben foliert, damit man halt eben von außen sieht, okay, aha, das ist was Besonderes. Das ist nicht die normale A-Klasse Limousine, sondern da versteckt sich halt eben hier das Besondere unter der Motorhaube. Halt eben der neue Plug-in-Hybrid in der Kompaktwagenklasse. Noch mal drunter, oder? Weil ja, optisch haben wir ihn gesehen. Klär uns mal auf, was für eine Hybridtechnologie sich hier drunter befindet, weil es gibt ja wirklich die wildesten Mild Hybrid, die wildesten Kombinationen. Ja. Ist ein Parallelhybrid, P2-Hybrid. Mhm. Also das heißt, du hast halt eben deinen Verbrennungsmotor, dann kommt nicht das Getriebe, sondern genau, eine Trennkupplung, damit wir halt eben dann auch elektrisch fahren können. Nach der Trennkupplung kommt rein dann elektrisch die rein elektrisch ja, fahren können, genau. Nach der Trennkupplung kommt dann die E-Maschine, die fest mit dem Getriebeeingang dann verbunden ist. Wie viele Kilometer? Nach Nefts 70 bis 77 Kilometer. Oh. Was? Wow. Also der letzte Hybrid, den ich gefahren bin, war 25. E-Klasse, ich glaube 30 ja, konnte er. Meine ja, S-Klasse konnte 25 Kilometer. Krass. Rein, 70? Das ist gut. Wo sitzt denn der Akku ungefähr? Das ist richtig gut. Unter der Rücksitzbank. Genau. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Sich jemand, heute, also da hat sich jemand ehrlich, schlau gemacht. Heute muss ich ja echt sagen. Ne? Lob, musst du sagen. Also heute ist Lob. Die Lobkarte ist jetzt schon voll. Der Typ hat gerade Daten rausgehauen über den Azorn. Ich bin aus dem Glauben immer rausgekommen. Okay, erzähl mal, was sieht man da? Genau, also hier sieht man, dass man eigentlich keinen Platz mehr hat im Motorraum. Ich sehe was ganz Komisches. Was ist das? Das ist die Leistungselektronik. Also das ist halt eben ein Bauteil, was jetzt der konventionelle nicht drin hat. Das ist die Leistungselektronik, die den Elektromotor mit Drehstrom versorgt. Okay, genau. Ich bin echt heiß drauf, das zu fahren, weil ich finde so eine Technologie super, super spannend. Sehe da auch sehr, sehr viel Zukunft drin. Aber mit den 70 Kilometer Reichweite bin das ich ist echt wirklich krass. Bin ich echt gerade sehr, sehr gespannt. Der hat 163 PS. Wie viel kriegen wir da oben drauf? Wir haben 218 in Summe. 218 PS. In Summe. PS. 160 kW. Da geht aber was. Ja. Drehmoment? 450. 450 Newtonmeter? Ja, klar. 450. Ernsthaft jetzt? Und der Kofferraum ist nahezu identisch wie beim konventionellen. Okay, aber dann habe ich eine Frage. Wie kann ich mir so einen Akku vorstellen, der das Auto 70 Kilometer fahren lässt? Der geht eigentlich, das kann man eigentlich ganz gut sehen, wenn man sich die Rückbank anschaut. Der Akku ist eigentlich ungefähr so breit, fast so breit wie die Rücksitzbank und auch so hoch wie die Rücksitzbank. Der sitzt einfach nur mal hier drunter. Okay, ist das Fahrzeug schwerer geworden? Ja. Klar. Ungefähr 250 Kilo gegenüber den konventionellen. Und das ist aber nicht wenig. Ja. Ja, aber 70 aber Kilometer elektrisch. Ja, ja, pass auf. Okay. Es ist schwerer, aber durch die E-Maschine bist du agiler unterwegs und durch die E-Maschine kannst du beim Bremsen auch die Energie rekuperieren, wieder auffangen. Masterfrage. Ja. Verbrauch? Wenn du mit einer leeren Batterie fährst, also rein verbrennungsmotorisch, kannst du mit dem Auto zwischen 5 und 6 Liter schaffen. Ja. Wie der konventionelle auch. Mhm. Mit Akku? Mit Akku im Mix, im Mix, also jetzt nicht, dass ich jetzt gesagt, pass auf, ich fahre 70 Kilometer Strom und ja, dann 30 Verbrenner. Klar, dann verbrauche ich so gut wie gar nichts auf 100 Kilometer, aber genau, wenn ich jetzt so einen realistischen Mix ja, fahre. Also 2 bis 3 Liter. 2 bis 3 Liter. Es kommt aber immer auf die Strecke an. Immer. Ich sage halt eben, wenn du bis 60 Kilometer fährst. Willkommen in 2019. Hast du eigentlich keinen Kraftstoffverbrauch, weil du alles elektrisch fährst. Also das ist ein richtig großer Step zu den ersten Hybriden, die genau, so rausgekommen sind. Richtig groß das. Genau. Und das Coole ist, in so einem kleinen Auto. Ja, genau. Jean-Pierre, du hinten. Nee, diesmal fahre ich aber. Alles klar. Wir fahren elektrisch, ne? Ja. Was? Das ist schon echt schön. Es ist immer wieder das Gleiche. Es ist super beruhigend. Alle sagen, oh, was, die ganze Elektrokram. Ich will Sound. Das macht Spaß, Leute. Es macht einfach Spaß.
Ja. Die Ruhe macht Spaß und die Beschleunigung macht Spaß. Siehst du die Zukunft im Hybridantrieb? Ja. Guck mal, wie der geht. Ja, ist krass. Ohne Verbrenner. Wie ist die Reichweite also zusammen kombiniert? Zusammen kombiniert 70 elektrisch plus ungefähr 500 verbrennungsmotorisch. Geil, geil, geil. 570. Geil. Wie geil, groß ist der Tank? 35 Liter. Geil. So klein und der fährt so weit? Ja. Weil ist das geil. Sehr kleinen Verbrauch. So, wir fahren jetzt auf der Autobahn. Wann fängt der an, den Verbrenner anzumachen? Wenn der Akku leer ist? In dem Electric-Fahrprogramm erst, wenn du Kickdown gibst. Ansonsten? Da merkt man aber, da kommt noch was dazu. Das ist aber schon gut. Aber man merkt das Gewicht. Das Gewicht merkst du, ne? Man merkt das Gewicht. Er ist viel gemütlicher. Wenn ihr sowas entwickelt wie den Hybridantrieb, das geht so weit, dass Komponenten wie Bremsanlage, Fahrwerk auch in die Entwicklung mit einfließen? Oder sind das einfach nur Überprüfungstestsituationen, ob das Original das auch verpacken würde oder ist ein anderes Fahrwerk hier drin? Es ist ein anderes Fahrwerk hier drin, weil wir auch ein höheres Gewicht haben. Genau. Das muss halt eben aufeinander abgestimmt werden. Auch bei der Bremse, gerade da unterscheiden wir uns. Wir haben ja ein rekuperatives Bremssystem, dass du beim Bremsen halt eben auch wieder Energie rückgewinnen kannst. Die Rekuperationskräfte, also Energie, kann ich auch variieren, richtig? Ich kann das auch steuern, wie stark er rekuperiert. In den Schaltpedals, ne? Im Electric-Fahrprogramm, ja. Ist es wie im EQC, dass du halt eben feste Reko-Stufen einstellen kannst. Ja, ja. Jetzt sind wir D-. Mal kurz auf die rechte Spur wechseln. Mhm. Also schaltest hier tatsächlich an den Lenkradwippen um. D- ist die stärkste Rekuperation. Genau. Dann D-, dann D. Und D+ ist Segeln. Aber Matze, du musst überlegen, wie klug das Auto ist. Diese selbe Wippe ist im Verbrennermodus das Getriebe. Richtig. Ja. Geil, Jungs. Das ist krass. Richtig geil. Dieselbe Wippe hat verschiedene Funktionen. Genau. Ja, jetzt gehen wir mal auf D-. Also, das war nicht Bremsen. Das war volle Rekuperation. Das war genau. Das ist geil. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Turbo, ne? Weil erstmal kommt nicht so viel und dann merkst du plötzlich, was wäre halt woher kommt das? Durch den Verbrennerzustart. Der Verbrenner muss erstmal angemacht werden. Ja. So, und bis er dann halt eben gestartet ist, bis er eingekoppelt ist, bis er sein Drehmoment ins Getriebe genau abgeben kann, das dauert eine gewisse Sekunde. Aber von all dem spürst du nichts. Das ist jetzt nicht irgendein Gewerkel, was du da merkst, sondern es ist einfach nur so eine Turbo-Gedenksekunde. Auch Gehör, ne? Ja, er geht an, jetzt, und jetzt kommt der richtige Druck. Und das ist schon fett. Das Schöne ist echt, du kannst ganz normal fahren. Das ist eine ganz normale Reichweite mit 570 Kilometern sowas. Genau. Und du kannst dann aber in der Stadt tatsächlich CO2-emissionsfrei fahren. Genau. Willst du mal fahren? Ja, sehr gerne. Machen wir das hier eben, oder? Ja. Na, was sagst du, Hase? Bedeutet ja der große Vorteil, dass die Fahrstufen im Elektromodus ja mitlaufen. Das ist ja auch ein weiterer Vorteil. Wir kriegen die Motorelektrodrehzahl extrem runter. Genau. Das heißt, wir haben trotzdem einen Schaltvorgang, was ich ja wirklich... Das ist fantastisch, das ist der große Nachteil eines sehr langen Elektroautos, dass er halt auf einer geschwinden Reisegeschwindigkeit eine enorm hohe Drehzahl hat im Antriebsstrang. Und wenn er dann eine weitere Vortriebskraft leisten muss, er ganz viel Kraft reingeben muss, weil er viel Drehzahl geben muss. Genau. Das haben wir hier nicht, weil wir haben jetzt eine minimale Drehzahl. Du hörst doch nichts von dem Elektromotor. Normalerweise wird das jetzt schon ein bisschen was ist da. Bis zu welcher Geschwindigkeit lässt er zu, elektrisch zu fahren? 140. Genau, 140. Lob! Lob! Im C-Programm startet der aber so bei 130 alleine zu. Also wenn du im Electric-Fahrprogramm fährst, ist es wirklich so, der Verbrennerstart kommt nur, wenn du Kickdown gibst oder die Batterie leer ist. Soll ich was sagen? Das würde mir als Motorisierung reichen. Natürlich ist ein A45 fantastisch, aber ich finde das richtig geil. Ja. Und da passt das Wort geil auch. Also sehr angenehm, gediegen. Genau. Und trotzdem hast du echt ein gutes Gewissen. Und eben in der jetzt Stadt. Der Boost, du hast doch Drehung, das ist geil. Ja. 450 Newtonmeter. Ich meine, genau. Man muss sich mal zurück überlegen, was 450 Newtonmeter früher war. Das waren Autos, die waren verteufelt schnell. Ja. Klar haben wir jetzt auch ein Fahrzeuggewicht, ist also jetzt so um die 1,650? 1,750. Oh, wow. Ja. Okay, ist der Preis dafür, der zu zahlen ist. Ich denke genau dasselbe wie du. Genau dasselbe. Es geht bergab. Ja.
dann machst du den gleich rein, damit er mehr rekuperiert, damit die Batterie wieder voller wird und also noch weiterfahren kann. Es ist ja auch das Effizienteste, was du machen kannst, weil jetzt bremst nur der Elektromotor. Ja. Der kann jetzt quasi auch erkennen, wenn es bergab geht. Ne? Genau. Und macht er dann eine Fahrempfehlung, wie du handeln sollst, oder macht er das alles automatisch? Er macht es automatisch. Das ist dieses D-Auto. Was weiß der alles? Kennt er die Strecken? Ja. Also er weiß, wenn er vor einem Kreisverkehr kommt, weiß er schon, dass er runter muss. Genau. Mit der Geschwindigkeit. Du kannst dafür mal, wenn du das, die linke Lenkradtaste drückst, das Häuschen-Symbol oben links, und wenn du dann rüber gehst auf Assistenz, genau, da oben werden dir die Symbole angezeigt, wenn er auf irgendetwas rekuperiert, wenn er auf etwas bremst. Ah, wann er so reagiert. Richtig, genau. Man merkt ja auch bei einem Elektroauto oder wenn du hier elektrisch fährst, viel früher, wann du ans Limit kommst, weil du die Reifen viel früher hörst. Ne? Ja, das ist richtig. Wenn der Verbrenner dazwischen funkt, Geräusche macht. So, wenn du jetzt hier bleibst, dann wird er gleich den Vordermann erkennen und dann wird er dir ein Symbol anzeigen. Da kommt er, ja. Ja, okay. Fahr weiter. Er sieht das Auto. Da oben das Symbol. Wenn du jetzt vom Gas gehst, dann bremst er dich jetzt ein. Zeigt er dir nochmal grün. Jetzt noch ein besseres Gewissen, als du schon hast. Genau. Und jetzt musstest du nicht bremsen, sondern das Auto hat für dich gebremst. Das ist, ich finde es immer wieder faszinierend, wie viel ihr nachdenkt. Ja, genau. Das habe ich mir selber gedacht. Wie viel Hirnschmalz reinfließt. Wie machen wir das, wenn wir auf ein Auto drauf fahren? Was gibt es dann für Symbole? Was macht das Auto dann? Was bringt mir das an Reichweite? Man gibt... Lohnt sich das? Jeder Autobediener wird ein kluger Autobediener, weil das Auto da für die Fehler, die da sind, einfach für dich wegbügelt und sagt, hey, hier hättest du das machen können, kein Problem, mache ich für dich. Ja. Genau, das Powermeter ist auch neu. Das gibt es ja auch beim Hybrid. Beim Konventionellen glaube ich nicht, oder? Das hier, ne? Mhm. Das ist gut. Das ist echt gut. 45% war das nur? Ich mach mal 100. Der Powermeter ist aufgespannt auf die Systemleistung. Ah, okay. Also erst wenn der Verbrenner dazu kommt, zeigt der 100% richtig, an. Richtig, genau. Und wenn wir voll drauf bleiben. Richtig, genau. Meinst so. 100. Jetzt sind 100% da. Das ist echt schön gemacht. Und Herz-Sitz-Belüftung? Jo. Hat er. Wir haben immer noch 42 Kilometer Reichweite, elektrisch. Wir fahren seit einer halben Stunde auf der Bahn, elektrisch. Ja. Siehst du, boah, das wäre echt toll, wenn ihr das machen würdet. Kann ich mal was machen. Siehst du ein A45 AMG irgendwann, oder ein A45, oder ein A-AMG als Hybridfahrzeug? Komm, nimm mir 5 drauf. Bitte. Kann ich nicht. Aber das macht noch mehr Spaß dann. Die Jungs waren ja bei uns. Die haben sich ja das Auto hier angeschaut. Ja. AMG. Hm? Und haben halt eben genau die gleiche Frage gestellt, was kann ich mit meinem 45er noch machen? Ein Nachteil ist halt eben das große Gewicht. Ja. Das ist halt eben kontraproduktiv. Ja, genau. Und halt eben das Package. In so einem kleinen Auto, du hast halt eben da Probleme, die Komponenten unterzukriegen. Hier passt doch auch rein. Ja, das Problem beim AMG ist ja, mit dem Motor müsstest halt eben eine E-Maschine nach dem Getriebe oder am besten noch auf die Hinterachse montieren. Aber ist ja Allrad, das würde ja auch gehen. Ja. Man könnte vor dem Differential hinten? Exakt. Genau. Aber im Bereich von Visco genau. Und gehst auf die Hinterachse. Richtig, genau. Digga, frag mich. Ja, wohin also mit der Batterie? Ich bin der Gedankenleser, ne? Wenn ich in dein Gesicht gucke, sehe ich, dass ihr darüber schon viel konkreter redet. Markus, mega Auto gebaut. Danke. Wir nehmen den mit. Lob gebe ich weiter an die Kollegen. Danke dir. Nee, wirklich. Wie groß ist euer Team? Das ganze Projektteam. Bestimmt 200 Leute. Mhm. Grüß alle von mir. Ja, von mir auch. Ernsthaft. Tolles Auto. Gebe ich weiter. Will ich mehr von. Und die Jungs mit der AMG-Geschichte, da könnt ihr mir ruhig ein bisschen, bisschen tiefer drauf rumdenken. Wenn ihr Fragen habt, ne, dann meldet euch. Ja. Ich glaube, das besprechen wir nochmal, wenn die Kameras aus sind. Okay. Ja, machen wir. Ah, ja. So, dein Auto steht da nebenbei da hinten, ja? Am Stern. Genau, ist auch nicht vollgetankt.
Aber fast. So wie man euch kennt. Aber danke fast. Euch, Jungs. Viel Spaß noch. Danke, Markus. Ciao, ciao. Finde ich von Markus echt eine liebe Geste. Ja, nett ist der. Ich war die erste Hälfte, nur die zweite. So machen wir's. Auf geht's. Tschüss, Leute. Tschüss. Spielen wir jetzt erstmal was? Oder ja, ja, wir machen einfach irgendwas. Bist du bereit? Ja. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Von Jump Herr Krämer. Der dachte, ich gehe rechts raus. Richtig. Was ich auch genial finde, ist, der Verstellbereich von dem Lenkrad ist riesengroß. Kommt richtig schön nah ran. Ich meine, eine A-Klasse muss passen für jemanden, der 1,60 ist. Und für jemanden. Der Blick.